Ich kann es einfach nicht mehr. Was mache ich jetzt? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, nur mit mir. Und ihr wisst, wenn ich hier sitze, dann habe ich euch was zu berichten. Ich fange das Video jetzt einfach mal so völlig ohne Plan an und ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und ich will einfach mal drauf losquatschen und mein Herz für euch ausschütten. Und dabei wünsche ich euch ganz viel, also uns, ganz viel Spaß. Ihr Süßen, wie ihr eingangs vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich so völlig ohne Plan. Das bedeutet also auch, dass es um etwas geht, worüber ich mir, was die Öffentlichkeit angeht, gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. In unserem Leben sind momentan so viele Dinge im Wandel und so viele Dinge in der Veränderung, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ein Part davon kann und möchte ich auch schon mit euch besprechen, weil er jetzt endlich spruchreif ist und weil mir einfach, ja, weil es mir unfassbar viel bedeutet, das auch mit euch zu teilen, weil ich ganz genau weiß, dass da draußen super viele Menschen sind, super viele Frauen, super viele Männer unter euch, die genau dasselbe empfinden, wie wir es empfunden haben und auch immer noch empfinden. Und oh, ich bin durch. Oh Gott. Seitdem ich auf Instagram veröffentlicht habe, dass es etwas Neues in unserem Leben gibt und ich es natürlich auch so ein bisschen spannend machen wollte. Also tun wir mal nicht so. Natürlich spiele ich auch ein bisschen damit, dass wir einfach in der Öffentlichkeit sind. Und es gefällt mir natürlich auch zu hören, dass ihr so interessiert daran seid, ganz klar. Aber ich möchte euch natürlich auch jetzt nicht zappeln lassen oder so. Das ist jetzt auch gar nicht meine Intention. Ich wollte euch einfach schon irgendwie sagen, dass da was im Argen ist. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass irgendwas komisch ist, irgendwas ist anders und irgendwie hört man nichts mehr von meinem Alltag und wie sich meine Tage so gestalten und eigentlich müsste ich doch schon längst wieder arbeiten gehen und einige haben es schon geahnt und einige von euch jetzt dann auch. Wahrscheinlich, es geht um meinen Job. Und es klingt erstmal so, wow, toll, da erzählt sie uns ja was ganz Großes. Leute, ihr könnt es nicht glauben, für mich war die Entscheidung, von der ich euch jetzt gleich berichte, eine riesige Entscheidung. Mir ist der größte Stein vom Herzen gefallen, den ihr euch vorstellen könnt. Es sind ganz viele Tränen geflossen. Ich habe ein großes Achterbahn der Gefühle mitgemacht in den letzten Tagen. Und ich möchte euch davon einfach auch so ein bisschen berichten, wie das angefangen hat. Ich muss das Ganze jetzt mal so ein bisschen von vorn aufrollen. Und zwar bei meinem alten Job. Also für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich habe gekündigt. Ich habe meinen Job hingeschmissen. Aber nicht einfach hingeschmissen, sondern ich habe mich darum gekümmert, dass ich etwas Neues zu tun habe. Etwas für meinen Kopf, etwas für mein Herz und ja, einfach, dass ich eine Aufgabe habe. Ganz von vorne jetzt erstmal. Also viele wissen auch, dass ich aus der Hotellerie komme. Ich habe meine Ausbildung in der Hotellerie gemacht und ich habe ganz, ganz viel Zeit schon in Hotels verbracht. Also nicht nur als Privatperson, sondern vor allem eben im Job. Ich habe ganz viel hinter den Kulissen gearbeitet, vorne am Gast gearbeitet. Ich habe ganz viel mitbekommen. Und in den letzten 7 Jahren habe ich als Managerin der Rezeption von vielen Berliner Hotels gearbeitet. Das ist immer mehr geworden. Und mein Herz hat da drin gesteckt, ganz klar. Es war ein kleines Team in Berlin. Es ist immer größer geworden, die Kette ist immer größer geworden und es hat sich einfach so ergeben, dass die Aufgabe damit natürlich auch gewachsen ist und ich als junge Frau das alles noch handeln konnte. Dann kam Ella irgendwann und ich habe in der Elternzeit mit Ella schon gemerkt, dass sich was verändert hat an meinem Gefühl zu diesem Arbeitgeber und zu der Aufgabe. Ich werde den Teufel tun, meinen Arbeitgeber an Pranger zu stellen. Ich habe eine tolle Zeit dort gehabt und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Also wenn ich etwas hätte ändern wollen in den letzten Jahren, dann hätte ich es schon früher getan. Aber das hat sich eben so aufgerollt. Ich habe schon in der Elternzeit mit Ella gemerkt, da ist irgendwas anders geworden. Und so richtig happy bin ich nicht, dass ich zurückgehe. Ich habe es aber gemacht, weil macht man eben so. Ne? Man hat einen sicheren Job, man hat keine Vertragslaufzeit mehr, man hat ein ordentliches Einkommen. Ja, also habe ich eben das gemacht, was jeder andere auch macht. Ich bin in den Job zurückgegangen, ohne es eigentlich zu wollen. Und in den 2 Jahren hat sich einfach die Aufgabe nochmal viel mehr verändert. Es ist viel mehr geworden, so viel Last auf mir gewesen. In meinem Job war ich sag mal, wirklich 24/7 erreichbar. Musste ich auch, weil meine Aufgabe das einfach vorgesehen hat. Und ich kann euch
15 Millionen Situationen erzählen, in denen mich Menschen angerufen haben, die eigentlich nur zu diesen 8-Stunden-Job gehören. In der Zeit, als ich mit meiner Familie am Abendbrotstisch saß, im Kino war, bei meiner Mama auf der Couch saß, im Park ein Picknick gemacht habe. Und das hat mich sehr belastet. Ja, da bin ich schwanger geworden mit Bennett. Und irgendwie war das dann so weit weg. Man hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit. Für mich ist noch, ja, wer weiß, was sich alles verändert. Vielleicht kann ich meine Aufgabe in der Firma verändern. Und mit dieser Hoffnung und mit diesem Gedanken bin ich halt in die Elternzeit gegangen. Und für mich war klar, okay, nach einem Jahr komme ich wieder und kann mir vielleicht finanziell dann auch leisten, ein bisschen runterzustufen von den Stunden. Aber es war eben alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Angebot von meiner Firma war eben in dem Moment nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht unfair oder irgendwas, sondern einfach nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und ich habe trotzdem zugesagt und habe dann gemerkt, oh, okay, da sind mächtig Bauchschmerzen dabei. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit 2 Kindern immer Angst haben zu müssen, einen Anruf zu verpassen. Ich kann es einfach nicht mehr. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich einfach blind bei einer einzigen Firma beworben, Leute. Bei einer einzigen Firma. Und ich habe den Job bekommen. Ich habe einfach zugesagt. Ich habe es einfach gemacht. Und ich habe hier gelegen, wirklich auf diesem Bett gelegen, habe Tränen in den Augen gehabt, habe gesagt, ey, ich kann doch die letzten 7 Jahre nicht einfach wegwerfen. Ich kann doch nicht einen festen Job wegwerfen. Es ist weniger Geld. Es ist was komplett Neues. Ich habe hier gelegen mit Micha und dann hatten wir eine Zahl X im Kopf, die mir quasi von einem Job zum nächsten fehlt. Was ist die Differenz? Und was ist mir mein Glück wert? Und das ist die Quintessenz aus der ganzen Sache. Was ist mir mein Glück wert? Ist es mir wert, mehr Geld auf dem Konto zu haben, aber dafür jeden Tag mit Bauchschmerzen zur Arbeit zu fahren? Oder kann ich auf Geld verzichten und bin lieber glücklich? Und das gerade in einer Situation, in der auch mein eigener Partner so einen heftigen Umschwung erlebt. Und bitte, bitte verzeiht, ich weiß, es nervt die meisten, dass wir immer davon sprechen, dass was passiert, aber keiner so richtig auf den Punkt kommt, was Micha angeht. Wir können einfach noch nicht drüber sprechen, weil es noch nicht spruchreif ist. Es ist einfach in der Mache und wir wissen gar nicht, ob der Plan aufgeht. Er möchte halt einfach was Neues machen und dafür brauchen wir Unterstützung von anderen Menschen. Und auf die sind wir gerade angewiesen. Und solange da aber noch nichts spruchreif ist, kann ich eben noch nicht mit euch drüber sprechen oder kann er noch nicht mit euch drüber sprechen. Und das ist eben eigentlich die beschissenste Zeit für mich, um was Neues anzufangen. Ich fange den neuen Job an in einer Zeit, wo ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt, was finanziell auf uns zukommt. Aber ich habe es einfach gewagt, weil mein eigenes Glück mir so verdammt wichtig geworden ist. Also es ist so heftig. Also vor 3, 4 Jahren noch, als es mit Ella zum Beispiel in der Elternzeit war, da war für mich überhaupt gar keine Option mehr, was Neues zu suchen. Da war für mich einfach klar, hey, ich gehe in den Job, egal wie unglücklich ich bin, aber ich verdiene da meine Groschen. Das ist so krass. Also ich bei vielen von euch wird jetzt vielleicht so ein, oh Gott, ja, hat er den Job gewechselt, aber es bedeutet mir so unglaublich viel und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Und seitdem Micha bekannt gegeben hat, dass er etwas verändern möchte, weil er einfach jetzt an einem Punkt in seinem Leben ist, an dem das notwendig ist, weil er einfach merkt, dass das hier und auch hier nicht funktioniert, kommen so viele Nachrichten, dass die Leute ihr Leben verändern mussten, weil es dann gesundheitlich irgendwann nicht mehr ging, dass die Leute in einem Strudel stecken und total gerne raus wollen, aber nicht können, weil sie eben auf das Geld angewiesen sind. Uns geht's genauso. Wir sind genau in der gleichen Situation. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir unsere Miete zahlen können. Wir haben einen Leasingvertrag und das muss alles finanziert werden. Aber wir möchten die nächsten Jahre dann lieber auf Dinge verzichten, auf Materielles verzichten, was uns sehr schwer fällt, das kann ich euch einfach auch sagen, auch wenn wir noch nie jemand waren, der das eine über das andere gestellt hat, aber das ist natürlich schwierig, ne? Man fliegt im Januar auf die Malediven und im Juli guckt man, dass man alles beisammen hält, damit man alles bezahlen kann. Also es klingt jetzt komisch, aber wir sind happy dabei, wir sind einfach happy. Ich kann euch nicht sagen, was so ein Riesenstein war das bei uns beiden und wir sind seitdem das raus ist und seitdem das entschieden ist bei uns beiden, es war jetzt wirklich auch nur ein kurzer Zeitraum, sind wir wie ausgewechselt. Wir sind befreit. Ich wollte das einfach mit euch teilen. Eigentlich wollte ich euch das in einem Vlog erzählen,
Aber das Thema ist für mich so groß und so intensiv, dass ich eher einfach ein eigenes Video dazu machen wollte. Und ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht doof. Und vielleicht habt ihr ja auch was dazu zu erzählen. Vielleicht habt ihr genau die gleiche Phase auch schon mal durchgemacht oder steckt gerade wirklich auch mittendrin. Für mich ist der Entschluss sehr schwer gewesen. Ich habe mit Ella gemeinsam im Kinderzimmer gespielt und habe mit ihr da, also sie hat da gespielt und ich habe auf dem Boden gesessen und dann sind mir die Tränen gelaufen. Und ich habe einfach geheult, ich habe den 7 Jahren nachgeheult, habe bereut, dass ich nicht schon früher das gemacht habe, weil ich einfach auch schon viel, viel länger damit zu kämpfen habe. Ja, etwas gehen lassen zu müssen, ist nie leicht, egal ob man es eigentlich gehen lassen will oder eben nicht. Und Veränderungen sind nie leicht. Veränderungen, auch wenn sie noch so gut sind, haben immer was mit Loslassen zu tun und etwas Neues aufnehmen. Und das ist schwierig, aber ich freue mich so auf meine neue Aufgabe. Und vielleicht kann ich irgendwann mit euch darüber sprechen, was ich da mache. Das muss ich natürlich auch erstmal rausfinden, inwiefern ich da überhaupt drüber sprechen darf und so. Für mich stand fest, das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, eine absolute Selbstständigkeit mit YouTube wird es für mich erstmal nicht geben. Ganz, ganz oben steht die Zeit mit meinen Kindern. Kein YouTube, kein Job dieser Welt ist wichtiger als meine Kinder. Aber ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, durch YouTube eben jetzt auch die Zeiten anders ein bisschen zu verteilen. Ich will euch einfach damit sagen, dass es für mich keine Option war, das hauptberuflich zu machen und mich damit komplett selbstständig zu machen. Sondern ich bin froh, dass wir nebenbei damit Geld verdienen, dass wir uns damit halt jetzt wirklich unser Zubrot verdienen können. Ich bin froh, dass da momentan viel passiert, dass wir viel Werbung machen dürfen und es wird auch passieren. Also wen Werbung stört, der muss leider abschalten, weil wir werden weiterhin Werbung machen und aber können auch trotzdem eben noch rauspicken, uns die Rosinchen rauspicken, die uns besonders viel Spaß bringen und die eben auch gut sind. Und bevor ich jetzt total wild weiterquatsche, ihr merkt, ich bin auch aufgeregt. Das ist, ich habe jetzt noch bis zum 1.8. Zeit. Bis dahin sind jetzt quasi Ferien. Micha ist zu Hause. Wir genießen die Zeit gerade mit den Kids unglaublich. Also auch wenn Bennett jetzt ein Kita-Kind ist, haben wir die Kinder ja ganz oft zu Hause, ganz, ganz oft früh abgeholt und das wird eben jetzt auch in den nächsten Wochen so sein. Wir werden noch wegfahren. Wir haben da auch eine schöne Kooperation, die uns das ermöglicht, Gott sei Dank. Und da steht jetzt einfach im Juli noch so viel an, dass wir genießen können und ich bin so dankbar dafür. Ich bin wirklich so dankbar dafür und ihr seid ja auch ein ganz, ganz großer Teil, von daher sage ich euch auf jeden Fall wirklich von Herzen. Das soll kein Rumgeschleim sein oder irgendwas. Ich sage euch wirklich von Herzen. Ich danke euch, dass ihr jeden Montag und jeden... Wann laden wir das zweite Video hoch? Jeden Montag und jeden Donnerstag... Oh Gott, bab! Einschaltet und dass ihr uns damit ermöglicht, solche Entscheidungen treffen zu können. Und ich hoffe für euch, dass ihr happy seid mit dem Job, den ihr macht, mit der Aufgabe, die ihr habt, egal was ihr macht. Ich wünsche euch, dass ihr glücklich seid. Und das wünsche ich jedem, dass er glücklich ist mit dem, was er macht, mit den Entscheidungen, die er trifft, ob sie beruflich oder eben privat sind. Und für mich war das jetzt wirklich so ein großer Schritt und so eine riesige Bedeutung. Und ich wünsche euch, dass ihr das für euch genauso machen könnt und dass ihr, wenn ihr unglücklich seid, etwas verändern könnt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen Mut von mir mitnehmen könnt. Ich gebe euch ein bisschen Mut, ein bisschen Mut. Ich danke euch fürs Zuhören, ihr Süßen, dass ich mir bei euch immer das Herz ausschütten kann und freue mich auf eure Kommentare und freue mich auf die Unterhaltungen, die danach passieren. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Ihr könnt mal hier klicken, dann seht ihr das letzte Video, wo ich hier sitze und erzähle ich euch über den Kita-Start von Bennett und hier kommt ihr zu unserem letzten Vlog. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Klickt aber am besten nochmal hier, weil da könnt ihr den Kanal abonnieren und seid immer up to date. Bis zum nächsten Mal. Mua.